Die Hoffnung war groß, dass es zumindest einen Ansatz zum Frieden in Syrien geben könnte und damit ein Ende der Gewalt in dem seit Jahren geschundenen Land. Denn Russland und die USA hatten sich scheinbar verständigt und auf eine Waffenruhe geeinigt, die jetzt tatsächlich auch halten sollte. Doch die Waffen schwiegen nur ein paar Tage. Dann bombardierte das syrische Regime erneut den Ostteil der Stadt Aleppo, der von Rebellentruppen gehalten wird. Vor gut einer Woche wurde ein Hilfskonvoi in Syrien beschossen. Der Osten der Stadt Aleppo, in dem noch rund 250.000 Menschen ausharren, erlebte die heftigsten Angriffe der syrischen und russischen Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs vor 5 Jahren. Bombardiert von Fassbomben, Phosphorbomben, bunkerbrechenden Bomben, Waffen, die besonders große Zerstörungskraft besitzen. Die Menschen haben Hunger und sind teilweise von der Wasserversorgung abgeschnitten. Vor allem Kinder leiden. Hunderttausende Menschen wurden bislang getötet. Millionen sind auf der Flucht. Doch wer kämpft da eigentlich gegen wen? Wie viel Macht hat Assad noch? Und was wollen die Supermächte Russland und USA bzw. ihre Verbündeten Regionalmächte? Waffenruhe gescheitert, Weltmächte zerstritten, versinkt Syrien in einem Stellvertreterkrieg? Ich begrüße meine Gäste diesbezüglich. Silke Tempel, sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik. Herzlich willkommen auch Christine Hellberg, freie Journalistin und Nahostexpertin. Und ich begrüße den Publizisten Jürgen Todenhöfer. Herr Todenhöfer, Sie waren ja kürzlich jetzt wieder in Aleppo. Das ist etwas Besonderes, weil es ja auch gerade ausländischen Journalisten und Beobachtern sehr schwer gemacht wird, da überhaupt hinzukommen. Also erste Frage an Sie, wie sind Sie da hingekommen und welches Bild haben Sie von Aleppo mitgenommen? Ich bin mit dem Auto hingefahren und in einem Konvoi mit Frederik Pleitgen von CNN. Und es war auch noch eine andere deutsche Radiojournalistin dabei. Es ist nicht ganz unmöglich. Mir wurde es sehr schwer gemacht, weil die syrischen Behörden sagten, ich hätte das vor 9 Wochen vorher anmelden müssen. Und deswegen konnte ich nur mit Frederik Pleitgen fahren, was ein Vergnügen war. Weil er ein toller Kollege ist, der die Gegend gut kennt. Was für ein Bild hat sich Ihnen von Aleppo gezeigt? Ich war jetzt 7 Mal in Syrien während des Krieges. Und ich war noch nie so erschüttert von den Zerstörungen, die ich gesehen habe, nicht nur in Aleppo, in Homs, in Daraya und in Aleppo übrigens auf beiden Seiten. Die Rebellen schießen auch hämmernd zurück, haben nicht dieselbe Feuerkraft wie die Armee und wie die Russen. Aber das Ausmaß der Zerstörung ist so schlimm, ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich habe heute Abend selbst einen Film darüber auf Facebook und ich habe ganz große Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Und ich habe erschütternde Szenen gesehen, übrigens überall, auch in Damaskus, in Krankenhäusern, schwer verletzte Journalisten. Und das Leid ist auf beiden Seiten. Und wenn Sie sich mal die Zahlen dieser internationalen Menschenrechtsbeobachtungsstelle in London ansehen, die ja auf Seiten der Opposition steht, die zeigt, dass das ein grauenvoller Konflikt von beiden Seiten ist. Die beide Seiten begehen grauenvolle Kriegsverbrechen. Und die Zahlen unterstreichen das. Nach dieser Menschenrechtsbeobachtungsstelle, die der Opposition nahesteht, sind 105.000 Kämpfer der Regierung getötet worden. Die haben die meisten Opfer. Also nicht nur die Rebellen. 101.000 Rebellen, fast dasselbe. 86.000 Zivilisten und 120.000 kann man nicht mehr zuordnen. Und das zeigt das Ausmaß dieser Tragödie, wie sich zwei Seiten, nicht nur eine Seite, dann wäre der Krieg längst zu Ende, abschlachten und keiner Frieden will. Es will keiner Frieden. Genau, Assad will nicht Frieden. Die komplizierte Gemengelage, da kommen wir gleich nochmal, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit, das darzustellen. Jetzt, Sie haben ja ein sehr, sehr erschreckendes Bild von Aleppo geschildert. Syrien ist gespalten. An vielen Orten kämpfen die unterschiedlichsten Parteien gegeneinander. Hunderte verschiedene Milizen kämpfen gegen Assad. Am stärksten sind islamistische Rebellen, die Scharia in Syrien einführen wollen. Unterstützung bekommen sie von den Golfstaaten wie Saudi-Arabien, die eine Machtübernahme der islamistischen Rebellen befürworten. Die USA sind gegen Assad, aber auch gegen die islamistischen Rebellen. Sie unterstützen gemäßigte Rebellen, wollen eine pro-westliche Regierung und Demokratie. Die Türkei will Assad stürzen und setzt dabei angeblich sogar teilweise auf eine Unterstützung der Terroristen des Islamischen Staates. Der Islamische Staat selbst hat das ganze Chaos ausgenutzt, kämpft sowohl gegen Assad als auch gegen die syrischen Rebellen und will ein eigenes Kalifat errichten. Es gibt aber auch Unterstützer des syrischen Regimes. Dazu gehört der Iran, der seine Macht in Syrien absichern möchte. Seit 2011 kämpft das iranische Militär an der Seite Assads.
Russland hält zu Assad, damit der russische Einfluss in Syrien gewahrt bleibt. Russland fegt immer wieder Angriffe und bombardiert vor allem die syrischen Rebellen. Herr Todenhöfer, Sie haben ja gerade, Sie berichten davon, dass Sie einen Kommandeur der ehemaligen Nusra-Front getroffen haben. Ich habe mir das jetzt so noch mal im Nachhinein angeguckt. Das ist also die Front, die erstmal sich mit Al-Qaida verbündet hat, das jetzt aber im Juli wieder rückgängig gemacht hat. Es sind aber trotzdem eine Zweigstelle, die sich jetzt auch umbenannt hat. Also wir nennen sie jetzt hier einfach mal die Ex-Nusra-Front. Und Sie sagen, dass Sie sich mit einem Kommandeur dieser Ex-Nusra-Front getroffen haben. Die kämpft sowohl gegen Assad als auch gegen die moderaten Rebellen. Was waren denn Ihre Erkenntnisse aus dem Gespräch? Ja, sie kämpft nicht gegen die moderaten Rebellen, sondern die moderaten Rebellen kämpfen mit ihr zusammen. In Ost-Aleppo ist die Al-Nusra-Front, dieser Kommandeur hat sich kräftig gefreut, dass wir auf diese Umbenennung eingehen. Ich kann sie in Zukunft auch Karl der Große nennen oder Sie nennen sich Karl der Große. Dann sind Sie nicht Karl der Große, ich auch nicht. Sondern der hat gesagt, das ist ein Trick und der hat ja gut funktioniert. Und die wollen in einem milderen Licht gesehen werden, weil sie dann Partner einer Lösung werden könnten. Und ich finde hier, ich habe hier brillante Analysen gehört von allen. Aber ich finde, dass wir... Ich finde grauenvoll, was das Regime tut. Ich finde inakzeptabel, was die Russen tun. Aber ich finde, dass wir anfangen, den islamistischen Terror, der dort herrscht, zu verharmlosen. Ich habe den ja erlebt. Das hat keiner getan. Ich rede doch nicht jetzt von Ihnen. Das getan. Und ich war ja auch mal 10 Tage beim Islamischen Staat. Und das ist alles so grauenvoll. Und da wird gesagt, wir hätten vielleicht die Moderaten unterstützen sollen. Wir haben überhaupt keine Rebellen in anderen Ländern zu unterstützen. Das ist nicht die Aufgabe, das ist völkerrechtswidrig. Das ist ein Verbrechen, ein völkerrechtswidriges Verbrechen. Und wenn sich herausstellt, dass nach einigen Wochen, wenn schon eine Revolution stattfindet, diese Revolution die Dinge schlimmer macht und es nicht besser wird, dieser Assad ist ja noch immer da, dann verliert jede Revolution ihre Legitimität. Ich bin Staatsrechtler gewesen, ich war Richter. Man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt weiter Revolution, solange ich will. Das macht die Untaten des Assad-Regimes und der Russen nicht besser. Aber hier haben wir wirklich zwei Kräfte, die grauenvoll sind. Und jeder, der sagt, hallo, so die Rebellen und die haben nicht so viel getötet, Entschuldigung, einziger Punkt, wo ich Ihnen widerspreche, das sind nicht 94%, aber es sind mit Sicherheit, es werden mehr Menschen getötet von der russisch-syrischen Seite, weil sie die stärkere Feuerkraft hat. Aber gerade deswegen gibt es eben 120.000 nicht mehr zuordnbare Opfer. Aber das interessiert mich gar nicht mehr. Ich finde diesen Konflikt so grauenvoll. Das haut einem so um, ob man in Ost-Aleppo oder in West-Aleppo oder im Niemandsgebiet ist. Und auch wenn man diese Rebellenchefs hört, egal ob es dieser Al-Nusra-Mann ist oder ob es die Islamische Front, die ich auch interviewt habe, Jaish al-Islam, oder ob es der Islamische Staat ist. Das ist fürchterlich. Und die einzige Lösung, die ich sehe, ist trotzdem immer noch, die einzigen, die das stoppen können, sind die Amerikaner und die Russen. Das sind die einzigen. Wenn wir haben einen Krieg auf 3 Ebenen. Regime gegen Rebellen, darf ich das gerade mal sagen? Regime gegen Rebellen, Saudi-Arabien gegen Iran, Russland gegen Amerika. Die führen alle Stellvertreterkriege. Und zurzeit will kein einziger Frieden. Assad will keinen Frieden, die Rebellenführung will keinen Frieden, die Saudis wollen keinen Frieden, die Iraner, weiß ich nicht, aber wollen auch keinen Frieden, die Russen nicht, die Amerikaner auch nicht. Wissen Sie, der gleiche junge Mann, der vor 5 Jahren demonstriert hat, der war erstmal bei der Freien Syrischen Armee, dann war er bei Ahrar al-Sham, das sind die syrischen Islamisten, und dann kam die Nusra-Front und hat gesagt, du kriegst $100 im Monat, kämpfst du bei uns. Das sind die gleichen Syrer, die heute bei der Fatah al-Sham kämpfen. Und Ihr Kommandeur, den Sie getroffen haben, ist ein genau solcher. Sie sagen selbst, das war gar kein Salafist. Nein. Das war ein Kriegsknecht, ich zitiere Sie. Ein Kriegsknecht, der für Geld bei der Nusra davon. Wie kommen Sie dazu, Herr Todenhöfer, eine solche Person, die offensichtlich nicht glaubwürdig für die Nusra-Front spricht, geschweige denn Insiderkenntnisse haben kann? Wenn man sich das Interview auf Arabisch anguckt, ist es ein Widerspruch nach dem anderen, ganz abgesehen von der äußeren Erscheinung, da kann Herr Pelder mehr dazu sagen, weil er Dschihadisten besser kennt als ich. Das Interview ist voller Widersprüche. Wie kommen Sie dazu, eine solche Figur als Kronzeugen zu benutzen für dieses große Argument, Amerikaner unterstützen direkt Nusra? Sie aber sind schon zurückgerudert. Sie haben gesagt, er hat ihn nicht direkt bestätigt, dass es so stattgefunden hat. Dass amerikanische Waffen bei Nusra landen, wissen wir alle. Nein. Vielen Monaten. Ja, sie landen bei... Und es ist in dem Interview, dass er gibt nicht ganz klar,
ob er sagt direkt oder ob die über irgendwelche anderen Länder gekommen sind. Und dasselbe Theater, er sagt ja, dass al-Nusra direkt von Amerikanern und sogar Israelis unterstützt. Und das ist ja schon eine ziemlich starke Aussage, wo man sich mal fragen kann, mit welcher Autorität spricht er überhaupt? Warum würde er sowas sagen? Und das passt ja nun erstaunlicherweise vollkommen in das Argument, das immer gemacht wird, von einer Äquidistanz, die Amerikaner seien dort so beteiligt wie die Syrer oder die Russen, was vollkommen faktisch vollkommener Unsinn ist. Es ist faktisch bewiesen. Nein, es ist faktisch vollkommener Unsinn. Das Pentagon hat das ganz offen gestanden. Nein, das Pentagon hat in einem Papier im August 2012, das veröffentlicht wurde, geschrieben, es ist unsere Strategie, Westen und Saudis. Westen meinten sie die Amerikaner. Das hat der DIA, das ist der Geheimdienst des Pentagons. Das Papier musste veröffentlicht werden auf Gerichtsbeschluss. Es ist unsere Strategie, im Osten Syriens ein salafistisches Hoheitsgebiet zu schaffen, um den schiitischen Bogen, der von Iran kommt über Irak, das mit Hilfe von George W. Bush in andere Hände geraten ist, nicht mehr sehr proamerikanisch, über Libanon und Syrien, diesen Bogen zu zerbrechen. Und dieses Papier des DIA, das Pentagon, sagt außerdem, zweitens, der Aufstand wird nicht geführt von nach Demokratie sich sehenden jungen Leuten, sondern von Extremisten und Terroristen. Und drittens, es sagt im August 2012, es besteht die Gefahr, dass diese Salafisten, die jetzt in Syrien tätig sind, sich mit den irakischen Salafisten verbünden und ein islamischer Staat besteht. Und der Chef des DIA ist jetzt der Militärberater von Trump, was nicht sehr viel heißt, General Michael Flynn. Und dieser General ist vor einem Jahr noch mal interviewt worden. Und warum haben Sie denn Ihre Papiere nicht mit dem Weißen Haus besprochen? Er hat gesagt, wir haben sie ständig mit dem Weißen Haus besprochen. Und dann wird er gefragt, aber haben Sie die Augen geschlossen? Und dann sagt er, they didn't turn a blind eye. It was a willful decision. Es gibt eine Intervention der Amerikaner, die ist doch ganz unstreitig. In der Türkei wurden von der CIA die Waffenlieferungen koordiniert und sie wurden an der Grenze an gemäßigte Rebellengruppen übergeben. Das Problem war nur, wo sie dann ein paar Kilometer später gelandet sind. Genau, und damit diese Rebellen gegen den IS kämpfen und nicht gegen Assad, den Amerikanern. Aber den IS gab es damals noch gar nicht. Das ist an der Stelle das große Problem, weil so werden wir eben leider diesen Krieg nicht beenden, wenn wir nur uns auf den IS konzentrieren. Der ist nur politisch lösbar, der ist militärisch nicht mehr zu lösen. Es ist doch völlig unstreitig, dass die Bombardierung eines Hilfskonvois ein Kriegsverbrechen ist. Und es ist doch völlig unstreitig, dass die Regierung Assad, dass die Russen Kriegsverbrechen begehen, aber dass die Rebellen, hallo, wenn sie mal 10 Tage beim Islamischen Staat waren, dann wissen sie, was Kriegsverbrechen sind, dass die Kriegsverbrechen planen, dass Jabhat al-Nusra sie plant, dass andere Rebellengruppen sie planen, dass sie davon träumen, Schiiten die Kehle durchzuschneiden. Das ist doch das Grauenvolle, was mich erschüttert. Die Zerstörungen sind ja noch größer, wenn sie in die Nähe von Damaskus gehen, Daraya, da gibt es kein Haus mehr. Ja, aber warum hat denn Daraya 4 Jahre und ich sage, mir geht es nur um eine Frage. Es geht für mich nur natürlich, ich bin auch bombardiert. Mir geht es um eine Frage. Gibt es eine militärische Lösung oder muss man versuchen, diesen Konflikt friedlich zu lösen? Und ich sage, alle militärischen Interventionen des Westens in den letzten 10 Jahren sind eine Katastrophe. Afghanistan, im Irak hat man versucht, einen Diktator loszuwerden. Ergebnis: Chaos. Und 1 Million Tote nach Ärzte gegen den Atomkrieg. Dann haben wir versucht, einen Diktator Gaddafi in Libyen wegzukriegen. Ergebnis: Chaos, 10 Gaddafis statt einem Gaddafi, zigtausende Tote. Und natürlich hat man versucht, diesen Diktator Assad wegzukriegen. Mit was denn? Ergebnis: mit Waffenlieferungen, mit der Unterstützung. Natürlich. Das ist doch eine Illusion. Herr Obama sitzt im Weißen Haus und ist angetreten, um Soldaten nach Hause zu holen. Aber das Pentagon und das State Department und die CIA. Es gibt keinen Plan für Regime Change. Herr Assad hätte so viele Vorwände und Gründe geliefert. Ein Faktum geben. Der türkische Präsident Erdogan hat vor wenigen Wochen Kerry angerufen und hat gesagt, die Amerikaner haben Waffen, also der Präsident, ich habe das nicht gesagt. Die Amerikaner haben 2 Ladungen von Flugzeugladungen über Kobane abgeworfen. Die eine Hälfte der Waffen bekam eine kurdische Rebellenorganisation, die andere Hälfte der Islamische Staat.
Und er hat gesagt, was soll denn das? Werden denn jetzt zufällig auch noch der Islamische Staat unterstützt? Und das sind doch alles keine Zufälle. Wer Waffenlieferungen des Westens über Saudi-Arabien und die Golfstaaten an die Rebellen bestreitet, hat keine wirkliche Ahnung. Herr Todenhöfer, ich darf Ihnen noch eine Intervention nennen. Und es gibt nur eine friedliche Lösung. Und nein, nur eine friedliche Lösung. Das ist und die geht nur klar. über die Amerikaner und die Russen. Nein, aber ich glaube, Ihre Illusion liegt darin, dass Sie... Ich bin völlig desillusioniert von diesem Krieg. Ja, naja, das ist schon ulkig, wie Sie immer wieder darauf rekurrieren, dass die Amerikaner und die Russen das lösen könnten, wenn eigentlich so vollkommen sichtbar wird, dass es eben nicht möglich ist. Ich halte die Waffenlieferungspolitik aller Staaten in diesen Mittleren Osten für eine große Katastrophe, für unverantwortlich. Der Mittlere Osten, oder wenn Sie sagen der Nahe Osten, braucht eines bestimmt nicht, noch mehr Waffen. Da gibt es so viele Waffen und die Waffen wandern. Ja, ich habe beim Islamischen Staat deutsche Maschinengewehre gesehen. Und ich halte es für unverantwortlich auch, dass wir beispielsweise einem der Mächte, die im Hintergrund agieren, Katar, gerade Waffen im Wert von über 1 Milliarde liefern. Das ist alles falsch. Und ich hatte gehofft, auch nach meinem Interview, über das Sie alle streiten können. Jeder kann hingehen und das besser machen. Ich hatte gehofft, dass es eine Diskussion gibt über Waffenlieferungen von Saudi-Arabien, über Waffenlieferungen des Westens. Es gibt natürlich amerikanische Waffenlieferungen. Und dass wir das mal diskutieren, ob das zulässig ist, ob das klug ist, friedlich aufzutreten, in großen Reden im Bundestag oder im amerikanischen Kongress und dann anschließend massiv Waffen zu liefern. Schauen Sie sich doch mal an, für wie viele Milliarden die Amerikaner pro Jahr Waffen in den Mittleren Osten liefern. An Saudi-Arabien, an Katar, an Kuwait. Und darüber müsste es eine Diskussion geben. Darüber hat es noch nie eine ernsthafte Debatte im Deutschen Bundestag gegeben. Es gibt auch keine Debatten über die Waffenlieferungen im Kongress. Selbstverständlich gibt es immer wieder Debatten über Waffenlieferungen. Es gibt ganz sicherlich auch Debatten über Saudi-Arabien. Das ist ja über Saudi-Arabien. Natürlich, das sind. Sie denken an Zivilisten, wir denken an Zivilisten. Wie wollen Sie die Zivilisten schützen, gerade in Ost- und West-Aleppo? Was ist Ihr Vorschlag, um die Bomben zu stoppen? Mein Vorschlag ist, ich bin ähnlich pessimistisch wie Herr Pellberg. Mein Vorschlag ist und meine einzige Hoffnung, obwohl ich sehr pessimistisch bin, ist, dass Russland, und auf die müssen wir Druck ausüben, wir haben ja auch eine Bundesregierung, die Macht hat, und Amerika sich zusammensetzen, sind die einzigen, die einen... Haben Sie schon gesagt, wie wollen Sie den Druck erhöhen auf Russland? Es wird doch kein wirklicher Druck erhöht, es wird auch kein Druck auf Amerika erhöht. Sie müssen auch auf Amerika Druck erhöhen. Und die Lösung könnte am Ende nach einer Übergangszeit darin bestehen, dass die Amerikaner sehr vereinfacht, ich kann es auch ausführlicher machen, dass die Amerikaner, vor allem die Saudis, stoppen, Waffen an extremistische, islamistische Gruppen zu liefern. Und dass die Russen Druck ausüben auf Assad, zum Beispiel, dass sie nach einer Übergangszeit, die es ja geben wird, dass die Verfassung vorsieht, dass der erste Präsident in einem ersten Wahlgang, es muss ja dann irgendeine Wahl geben, nur für eine relativ kurze 4 oder 5 Jahre Legislaturperiode regieren darf und auch kein anderes Mitglied der Familie. Dadurch wäre ein friedlicher Machtübergang sichergestellt. Das ist eine Richtung, in die ich denke. Ich weiß, dass es schwierig ist. Das Regime soll die Wahlen durchführen und Assad darf noch mal antreten. Nein, nicht das Regime, das unter internationaler Kontrolle und nach Verhandlungen. Da müsste man die internationale Kontrolle. Wenn Sie das Herrn Assad erklären, dass bitte die UNO seine Wahlen kontrollieren soll. Sie haben ja schon mal so ein schönes Interview mit ihm geführt. Vielleicht können Sie das ja nochmal antreten. Gut, an dieser Stelle, wir haben Zeit für Ironie. Ich habe es etwas laufen lassen, weil es nahtlos in eine Frage von Jürgen Paul aus Elvershausen übergeht, der sich nämlich auch Gedanken macht, wie Syrien nach einer möglichen Neuordnung aussehen könnte. Herr Paul. Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wie sehen Sie eigentlich da die Demokratie in den Ländern, in Syrien, wie in Libyen, wie in Irak, wie in Ägypten, wie in Afghanistan? Ich habe 12 Jahre in den Ländern gearbeitet. Ich kenne das Volk. Das geht ja gar nicht. Da gibt es keine Demokratie. Der hat immer schon seit Jahrtausenden hat immer eine Familie geherrscht. Wie wollen Sie da eine Demokratie einschaffen? Das geht nicht.
Also eine pessimistische Anklage, die ich mal in eine Frage umformuliere. Könnte man sich trotzdem irgendwie eine Art demokratische Struktur nach westlichem Vorbild vorstellen? Sie haben ja auch gesagt, die haben das so ein bisschen mit der Muttermilch aufgenommen, die Nationalen. Nein, der Nationalismus wurde in den letzten 50 Jahren so verbreitet aus ideologischen, staatsrechtlichen Gründen vom Assad-Clan oder von Ägypten, von anderen. Das war die Ideologie, die übrigens wir exportiert haben. Wir Europäer haben den Nationalismus in den Nahen Osten exportiert. Ich finde es sehr schwierig, Millionen von Menschen genetisch die Fähigkeit zur Demokratie abzusprechen. Davon halte ich gar nichts. Ich wollte einen Vorschlag machen. Ich glaube, es gibt ja nicht nur den Syrien-Konflikt, obwohl wir heute über Syrien gesprochen haben, sondern es gibt unendlich viele Konflikte im Mittleren Osten zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und ich glaube, dass man am Ende, ähnlich wie den Konflikt zwischen dem Sowjetimperium und dem Westen, den Konflikt im Mittleren Osten nur lösen kann, wenn wir den Weg beschreiten zu einer Mittelost-Friedenskonferenz, die ähnlich konstruiert sein könnte wie damals die KSZE. Wir brauchen eine große Friedenskonferenz dort, weil die Konflikte alle miteinander verschränkt sind. Wir können heute alle auf Assad schimpfen oder auf die Rebellen schimpfen oder auf Islamisten. Hallo, da sind so viele Konflikte in einem einzigen Land, wie in einem Brennglas. Und ich glaube, dass eine Friedenskonferenz für den Mittleren Osten eine Strategie wäre. Und ich glaube, dass Deutschland eine Vermittlerrolle spielen sollte und müsste. Mhm. Und dass das eine Aufgabe von Frau Merkel und Herrn Steinmeier wäre. Und dass das viel hilfreicher wäre, als wenn wir jetzt irgendwelche Detailmaßnahmen für Flüchtlinge vorschlagen. Wir müssen diesen Mittleren Osten, den wir selber mit ins Chaos gestoßen haben, wir müssen Wege finden, wie diese Konflikte friedlich gelöst werden. Und da wäre eine große Friedenskonferenz eine Chance.